Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin und heute mit der dritten Folge der Topper Team Predictions. Bleib bis zum Ende des Videos dran, dann siehst du, in welche konkreten Spieler du investieren kannst. Bevor wir auf die neue Woche schauen, lasst uns einen kurzen Blick werfen, was wir letzte Woche richtig predicted haben. Das ist einmal das Swansea gegen Cardiff Spiel, dann AS Rom gegen Milan auch richtig, Paris gegen Marseille wurde auch erwähnt. Das heißt, wir haben hier wieder richtig gut predicted, konnten alle ganz, ganz schnell abschließen, weil wir alle Spieler im Verein hatten. Und zusätzlich haben wir natürlich richtig gut abgeräumt. Hatte das hier auf YouTube gesagt, hatte das auf dem TikTok gesagt. Milan gegen Roma, gerade die Milan-Spieler, alle zu Discard gekauft. Paredes hatte ich auch erwähnt. Genauso wie hier den Bamba aus der EFL Championship. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, haut auf jeden Fall die Silberspieler raus aus der EFL Championship. 11 Spieler ist die Anforderung. Davon 2 EFL Championship und 6 Silber. Das heißt aber nicht, dass die 6 Silber und die 2 EFL Championship die gleichen sein müssen. Viele Leute machen das aber so. Und deswegen kann man die dann hier echt sehr, sehr gut verkaufen. Also zu denen sagen wir Tschüss, vielen Dank und jetzt gucken wir, was nächste Woche geht. In der Fußball-Bundesliga trifft weiter der Spitzenreiter. Schalke schafft es irgendwie nicht, sie zu entthronen, die anderen auch nicht. Also Borussia Mönchengladbach weiter Bundesliga-Tabellenführer und die spielen ihr Derby gegen Bayer Leverkusen. Wir haben jetzt eine kleine Besonderheit in dem Spiel durch die Bundesliga SBC. Gibt es natürlich auch ein Video hier bei mir. Sind die Bundesliga-Spieler teurer geworden? Das heißt, vorher den Kramer, den ich immer gekauft habe von Gladbach, hatte ich ja auch erwähnt, der ist nicht mehr so günstig. Aber es gibt hier nach wie vor Spieler, die man immer braucht. Stürmer braucht man in jeder Formation. Und der Player, der geht weg. Für 700 Coins kann man den mitnehmen. Und das ist kurz über Discard und der wird irgendwann gebraucht, auch wenn dieses Spiel nicht kommt. Kann man natürlich als Franzosen in vielen SBCs einsetzen. Auch hier 650. Schauen, dass wir den dann mitnehmen können. Aber hier in Kevin Volland für 750 ist das auch eine gute Investition. Denn den, auch wenn das nicht kommt, 82er Bundesligaspieler Deutsch, wenn dieser SBC nicht kommt, der wird immer gebraucht, den werdet ihr immer los. Versuchen wir jetzt einfach, ein paar von auf die Liste zu bekommen, mitzunehmen. Bisschen risikoreicher, weil nicht immer gebraucht, Rechtsverteidiger, ist Sven Bender. Sven oder Lars? Ich glaube, das ist Lars, oder? Den kriegt man auf jeden Fall für so 800 Coins. Das nächste Spiel ist das Derby in Turin, denn da trifft FC Turin auf Juve oder Piemonte Calcio. Head-to-Head-Aufstellung Juve gibt es ja auch ein Video auf meinem Kanal. Aber jetzt kommen wir hier zu dem Derby und vom FC Turin gehen wir auch wieder in den Sturm und zwar Zaza. Ihr erinnert euch vielleicht an diesen witzigen, also Belotti kann man auch mitnehmen für 700, Italiener, 82er Rating. Zaza wollte ich eigentlich kaufen. Ihr erinnert euch vielleicht an den genialen Elfmeter, den man damals geschossen hat. Sehe jetzt gerade, dass jetzt Belotti günstiger ist, deswegen nehme ich den mit. In Zaza solltet ihr aber normalerweise für unter 500 Coins kaufen können. Dann im Mittelfeld gibt es auch noch einen Spieler, den wir mitnehmen wollen. Und zwar Basali heißt der, glaube ich. Da ist ja, ich meine, Rincon für 350, wenn man ihn einmal im Verein hat, okay. Aber ansonsten würde ich hier für 400, 500 Coins den Basali mitnehmen. Italienische Nation kann man auch gut linken dann. Und ein ZM kann als ZOM, ZDM in der SBC eingesetzt werden, ohne großartigen Qualitätsverlust. Bei Juve ist das jetzt eine Investition, die sich immer lohnt. Und zwar Rugani für Minimumpreis, für Discard oder für 750 auch. Ein 82er Innenverteidiger von Juve wird irgendwann immer mal wieder gebraucht werden für eine SBC. Ich versuche jetzt hier noch einen zu finden, der eigentlich auf 700 steht. Ich meine, für 750 nehme ich den auch gerne mit. Aber wenn wir ein bisschen rüber gehen, können wir vielleicht auch ein paar für 700 draufgehen und hoffen, dass sie durchlaufen, bis jemand anderes drauf bietet. So zum Beispiel habe ich mir das vorgestellt. Zack, zack, da haben wir dann ein paar. Vielleicht werden manche überboten, vielleicht laufen manche durch. Nächste Partie in Spanien, Sevilla gegen Atletico Madrid. Diese Woche war die spanische Liga nicht dabei, deswegen ist das fast aktuell der Tipp, an den ich am meisten glaube oder den ich mir am besten vorstellen könnte. Und bei Atletico suchen wir auch nach einem Innenverteidiger und Savic
geht jetzt hier Discard, weil Donnerstagabend ist die Reward. Der wird wahrscheinlich wieder teurer werden. Eigentlich suche ich nämlich hier nach Mario Hermoso für 650, 700 Coins. Da ist zum Beispiel einer für 650, den wollen wir mitnehmen. Nehmen noch ein, zwei mit, überboten. Da ist wieder einer. Und so machen wir uns dann unsere Liste voll. Weiterer Atletico-Spieler, den ich euch empfehlen kann, ist Herrera. Auch den gibt es hier für so unter 900 Coins, kann man den mitnehmen. 82er ZM aus der spanischen Liga. Der wird sicherlich in der ein oder anderen SBC nochmal einsetzbar sein. Also, den kann man mitnehmen. Komm, ich will jetzt auch noch einen zweiten hier. Oh, Champions League Version 700. An dem bleiben wir mal dran. Mal gucken, ob ich den kriege. Und ihr habt es ja im Moment gesehen. Manchmal ist auch so ein ganz exotischer dabei. Letztes Mal hatten wir das South Wales Derby. Auch richtig predicted. Und ich glaube, es wird ein Spiel aus der griechischen Liga. Und hier wird es eine Anforderung geben, dass Silberspieler dabei sein müssen. Und zwar spielen PAOK gegen Panathinaikos. Und bei PAOK, da würde ich empfehlen, den Innenverteidiger Varela. Warum glaube ich auch, dass dieses Spiel dran kommt? Ja, ich zeige es nochmal kurz. Wenn ihr mal schaut, unten rechts, es gibt nur 3 Teams in der griechischen Liga. Ist also eine der wenigen Gelegenheiten für EA, diese Mannschaften zu featuren. Und den würde ich für 400, maximal 500, 1, 2, 3, 4, 5 mal mitnehmen. Und mal gucken, ob das Spiel kommt. Bei Panathinaikos, da würde ich Innenverteidiger mitnehmen. Und hier kommt dieses Silberding ins Spiel, denn da gibt es nur Silber-Innenverteidiger. 2 Stück. Und zwar, Achtung, Pongoras, gerne, wenn hier Griechen sind, helft mir, wie man es ausspricht, ich weiß es nicht. Und dann der andere Kolovetios. Und die beiden versuchen wir auch ein paar für Discard mitzunehmen. Irgendwann wird Panathinaikos mal dabei sein, spätestens wenn sie gegen Olympiakos spielen. Und dann sind wir auf jeden Fall ausgestattet. Also du siehst, unsere Liste ist schon wieder voll. Hier nochmal die Zusammenfassung der Partien. Einmal Borussia Mönchengladbach gegen Leverkusen. Dann haben wir FC Turin gegen Juventus oder halt Pimiente, wie es hier heißt. Sevilla gegen Atletico. Und zu guter Letzt in Griechenland PAOK gegen Panathinaikos. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinen Investments. Gib gerne den Daumen nach oben. Abonniere meinen Kanal, abonniere mich. Und mach die Glocke an, dann bekommst du eine Info, sobald das nächste Video mit Trading-Tipps hochkommt. Ich freue mich dann, dich wiederzusehen. Mach's gut bis dahin. Ich bin raus, dein Marvin. Servus. Ciao, ciao.